In den vergangenen Wochen haben mich hunderte Kommentare und Nachrichten erreicht, dass ich mir diese Serie unbedingt anschauen muss. Bei meiner Netflix-Vorschau damals habe ich sie ursprünglich ja auch gehighlightet. Inzwischen ist ein richtig großer Hype um sie entstanden und ich bin mal gespannt auf die ersten offiziellen Zahlen von Netflix selbst, ob diverse Rekorde beim größten Streaming-Portal purzeln werden. Die erste Staffel habe ich mir nun auch endlich angeschaut und damit geht es hier jetzt um Squid Game. Song Ji-hoon ist spielsüchtig, hält sich als Chauffeur über Wasser, hat kaum eine Verbindung zu seinem Kind und jedes Mal, wenn er Geld in die Hände bekommt, ist dieses schneller ausgegeben, als es gut wäre. Dass er verschuldet ist, ist quasi die logische Folge daraus, doch eines Tages trifft er auf einem Bahnsteig einen Mann, der ihm die einfache Gelegenheit bietet, mit einem Kinderspiel Geld zu verdienen. Angefixt von dieser Idee bietet sich zugleich die viel größere Möglichkeit, in einem Wettbewerb gegen hunderte andere Teilnehmer, die ähnliche finanzielle Sorgen haben, eine gigantische Geldmenge zu gewinnen. Doch der Preis dafür könnte brutaler kaum sein und die moralischen Fragen, die sich daraus ergeben, lassen ganz tief in den Abgrund der Seele des Menschen blicken. Squid Game hat 9 Episoden, die zwischen 32 und 62 Minuten lang sind, hat eine Netflix-Altersfreigabeempfehlung von 16 Jahren, würde ich grob als Thriller-Serie einordnen und ist dort seit dem 17. September 2021 anschaubar. Eine koreanische Serie, die wie eingehend erwähnt inzwischen einen ziemlich großen Hype erfährt, wo man einige Szenen auch editieren musste, weil man am Anfang eine Telefonnummer sehen konnte, wo ich der Meinung bin, man kann sie in Deutschland immer noch sehen und dies tatsächlich vergeben an einen Koreaner, der seit dieser Serie raus ist, täglich tausende Anrufe erhält und die Nachrichten, die mich alle im Vorfeld erreicht haben, waren: Robert, du musst die Serie unbedingt gucken. Und egal, was ich gerade geguckt habe, wurde mir gesagt, die sei besser als das, sei besser als das. Es hieß für mich, Squid Game sei besser als Ted Lasso, sei besser als The Morning Show, sei besser als Sopranos, besser als Game of Thrones, besser als Breaking Bad, besser als, und es wurde mir endlos aufgezählt. Ich muss sagen, lassen wir mal die Kirche im Dorf. Ich finde, da ist schon ein sehr merklicher Unterschied dazwischen. Und ich muss auch sagen, ich hatte das schon auf Instagram und Insta-Story so ein bisschen erzählt, dass ich den Hype nicht so richtig nachvollziehen kann. Als ich mir Squid Game angeschaut habe, ist es so, die ersten beiden Episoden, wir haben auch so das typische, wie wir es manchmal auch aus dem asiatischen Raum, aus dem Kino kennen, ein sehr sich durchziehendes Overacting, was viele vielleicht hierzulande nicht gewohnt sind und dadurch vielleicht auch eine andere Sehgewohnheit, wo man denkt, oh, das ist was anderes, was Frisches, was Neues, aber so ist dann oft auch Schauspiel verankert in diesem geografischen Bereich und man nimmt sich eine Weile Zeit, erstmal mit der Hauptfigur sich zu beschäftigen, wo kommt sie her, wie ist sie so veranlagt, wie werden dieses sehr brutale Spiel eingefügt, dann bekommt das alles so eine ganz merkwürdige Drehung und Wendung und dann wieder so eine Frage, wenn man zurückkehrt, wäre das so überhaupt möglich? Natürlich ist das Schöne daran, dass man sich selbst auch in moralischen Situationen wiederfindet, wo man sich fragen kann, was würde man denn eigentlich selbst tun? Und ich finde, da wird die Serie auch stark. Sie wird stark, wenn sie ein bisschen vom Tempo runternimmt, wenn sie nicht nur irgendwie auf die repetitive Gewalt sich setzt. Sie sieht zwar gut eingefangen aus, aber ich finde nicht, dass das der Schauwert ist, sondern der eigentliche Schauwert besteht in den Momenten, wo du feststellen musst, hier musst du eventuell auch einen Schritt gehen, wo du jemanden, den du sehr, sehr zu schätzen weißt, sehr, sehr verletzen musst, beziehungsweise wie weit die Serie da geht, möchte ich, dass diejenigen, die Squid Game jetzt noch nicht gesehen haben, selbst erleben dürfen. Und dennoch verlagert sich das Tempo immer mal wieder, weil der gesamte Rahmen, den man auch dann relativ viel Raum hinten herausgibt, sehr erahnbar ist, dass die Geschichte, warum alles wie verlagert ist, ist jetzt vom Motiv nicht neu, wirkt fast auch schon von anderen, von einer Horrorreihe gefühlt so ein bisschen abgekupfert, aber unabhängig davon hat eben diese Serie, finde ich, stärkere und schwächere Episoden und vor allem die ersten beiden waren für mich arg zäh und erst mit der dritten weckte es bei mir nach und nach so Interesse, wo ich dachte, okay, das gucke ich jetzt weiter. Aber es gab ehrlicherweise keinen Zeitpunkt, wo ich dachte, oh mein Gott, ich will jetzt unbedingt wissen, was als nächstes passiert. Das ist der Hochspannungsmoment. Die Serie hat für mich immer wieder spannende Momente und ist definitiv vielleicht auch mal ein bisschen anders gelagert und dementsprechend erfrischend. Aber über die Gesamtheit der 9 Episoden Lauflänge ist es eher so ein Ding, wo ich denke, okay, habe ich jetzt geguckt, aber ich kann diesen großen Hype ehrlich gesagt nicht so richtig nachvollziehen. Und ich kann jetzt schon erahnen, dass ich in den Kommentaren dafür ordentlich gescholten werde. Aber was soll man machen? Es geht ja nur darum, was ich persönlich empfinde euch gegenüber. Und deswegen bin ich vor allem deswegen auch gespannt, wie es euch denn so ging. Weil ich kann mir gerade auch vorstellen, weil ich merkte, dass Squid Game, als es rauskam, das ist so ein Ding, das lief langsam an. Und dann wurden immer mehr Leute, weil da die Mund-zu-Mund-Propaganda wahnsinnig gut funktioniert, reingezogen und gesagt, oh, jetzt gucke ich das auch mal, jetzt gucke ich das auch mal. Ich habe von so vielen Leuten gehört und jetzt gucke ich da auch mal rein. Deswegen bin ich da sehr gespannt, wie so ein bisschen das Echo gelagert ist. Reden wir kurz mal inhaltlich über den Cast, über Jung Jae Lee als Song Ji-hoon, der, ich bestimmt 80% falsch ausgesprochen, ich entschuldige mich an dieser Stelle dafür,
legt eben dieses oft asiatische Spiel, was immer wieder in Momenten, wo man eigentlich auch ruhiger agieren könnte, immer gleich so sehr mit Schreien oder mit sehr aufbrausender Art und Weise agierend hin, was es natürlich auch leichter macht, letztendlich so einer Serie zu folgen. Da werden die Emotionen klar ausgespielt und eigentlich eher auf einem Level, wie man es von einer Theaterbühne in erster Linie erwarten würde, dann ist es auch einfach, dem natürlich zu folgen. Und dieses Overacting, ich kann damit persönlich, komme ich damit gut klar, weil das gehört auch so ein bisschen mit in diesem Raum. Da bin ich persönlich auch überhaupt kein großer Fan von, aber gleichzeitig stößt mich das jetzt auch nicht wahnsinnig ab. Finde ich es aber gut, dass man quasi erst einmal sich fast eine Episode nur Zeit nimmt, zu erzählen, warum dieser Mann immer Sorgen hat, was Geld angeht, wie weit er dabei auch bereit ist, andere zu verraten, Dinge, die essentiell sind, aufzubrauchen, die eigentlich auch andere Menschen absichern sollen, um dann nachher auf dieses Treffen von mehreren hundert Leuten, die gegeneinander spielen, quasi transportieren zu können, dass jede dieser Figuren ihre eigenen Geschichten hat. Und da finde ich, dass diese Figur, diese Serie auch gut genug trägt, als dass ich vor allem ab Episode 3 weit genug bei der Stange bleibe. Von diesen hunderten Personen werden ansonsten im weiten Teil vielleicht 10 bis 15 mehr ins Spotlight gerückt, um klarzumachen, ey, da gibt es welche, die sind gangsterhaft unterwegs, welche, die kommen aus einem großen Bildungshintergrund, sind aber trotzdem gefühlt gefallene Sterne. Da gibt es Menschen, die haben ein ganzes Leben schon hinter sich und blicken dann zurück. Und dann wird irgendwann auch alles so ein bisschen noch weiter nach draußen transportiert. Wer organisiert das? Warum findet das überhaupt statt? Und dafür muss ich sagen, finde ich die Charakterzeichnung so, dass man allem relativ gut folgen kann. Und das ist eigentlich schon auch durchaus ein Punkt, wo man sagen könnte, das hätte schneller daneben gehen können, wenn man mit so vielen Akteuren vor der Kamera arbeitet. Apropos Kamera, ich finde, es ist eine spannende Lichtsetzung, weil immer wieder auch diese Kinderspiele, die dem letztendlich zugrunde liegen und gleichzeitig diese ultra gewalttätigen Bilder, wo die Kamera auch immer wieder stark draufhält und man eine 16er Freigabe fast schon beziehungsweise Empfehlung ein bisschen hinterfragen sollte an dieser Stelle, wirft natürlich harte Kontraste. Wenn du so naiv knallige Farben hast und die werden dann mit Blut besprudelt, ist es natürlich so ein Kontrast, wo du sagst, okay, das hat natürlich eine gewisse Ästhetik, die ich finde, die bei der Serie meistens gelungen ist, auch wenn einfach diese schon gebrochenen Seelen völlig fertig sind und in diesen komplett weißen Räumen dann mit rosa durchzogenen Treppen oder wie auch immer laufen, merkt man, da passt einfach diese Cleanheit des Settings und dieses zerstörte, kaputte und dreckige nicht mehr zusammen, dann ist das schon gut gemacht. Ich finde den Look, den man da aufbaut, auch die Musik, mit der man es unterlegt, das passt meistens. Also rein vom Schauwert, wie Setting und Look sich vereinbaren, mochte ich Squid Game ziemlich sehr in den meisten Momenten. Und das Szenenbild ist auf der einen Seite eben so diese Handlung, unsere Hauptfigur, die Stadt, das Zuhause, wo er herkommt, dann dieser Ort, wo diese Spiele stattfinden. Dann noch mehr, wo ich an dieser Stelle nicht spoilern möchte, ist Kostüm und Make-up ganz spannend, weil man klar zwischen Organisatoren trennt und denjenigen, die an diesem Wettbewerb teilnehmen. Wobei ich bei diesen Organisatoren, wenn man den Trailer nur sieht oder wenn man die Zeichen sieht, immer das Gefühl hatte, das Ganze würde irgendwie in der Welt von der PlayStation spielen, wenn es irgendwie so Dreiecke, Kreise und Vierecke sind, nicht das Gefühl hatte, irgendwie bei FIFA jetzt schießen zu wollen. Na egal. Vielleicht ging es nur mir so, vielleicht ging es euch aber auch so. Könnt ihr mich ja gerne in den Kommentaren wissen lassen. Macht es natürlich klar, einfache Strukturen und Hierarchien aufzubauen, wenn bestimmte Zeichen bestimmte Ränge bedeuten und man sich dann fragt, okay, was hat das mit diesen Rängen auf sich? Ist auch klar, dass diese Serie irgendwann dahingehend drehen wird. Und ich finde, und das ist so ein bisschen schade, weil während es genug philosophische Ansätze gibt, zu fragen, wie weit würde ich gehen? Was mache ich in der Situation? Was wäre, wenn ich dort gestanden hätte und der Nächste bin, der hier drauf gehen könnte und könnte jemand anderen aber über die Klinge gehen lassen? Ab welchem Punkt ist es moralisch einfach nur eine Situation, in der ich irgendwie sagen kann, ja, wie kannst du nur, indem ich selbst nicht vor der Entscheidung stehe? Und wie sehr kann man jemand anderem einen Vorwurf machen? Was ist vertretbar, was nicht vertretbar. Da gibt es ultra viele Punkte, wo man philosophisch diskutieren könnte, wo man wirklich spannende Ansätze findet. Und dann ist natürlich die Erwartung über die Idee, was verbirgt sich denn dahinter? Was ist das große Ganze? Etwas, was für meinen Geschmack zu sehr enttäuscht wird bei Squid Game an dieser Stelle. Am Ende sage ich aber ganz ehrlich, dass ich diesen, neben der Tatsache, dass die Serie immer wieder gut aussieht, definitiv eben starke Momente drin sind, die mir im Kopf bleiben werden. Ich mag diesen Aspekt, dass man danach diskutieren kann, dass man sich selbst vielleicht auch in Situationen, wo man sich wiederfindet und man sich fragt, okay, was genau würde man jetzt tun? Und ich finde, dass auch manches Szenario relativ clever und fies gebaut wird. Dem steht aber gegenüber, dass es aus meiner Sicht viel Anlaufzeit braucht, dass dieses Overacting durchaus für manche Zuschauende anstrengend sein kann. Ich finde auch, dass die Serie mich immer nur bedingt bei Laune halten konnte. Also gerade wenn es um diese Handlung geht, was steckt hinter diesem sich Organisierenden, was ist die Idee dahinter, gab es bei mir immer wieder einen Spannungsabfall. Ich fand die Figuren dahingehend fast alle uninteressant und verliert sich deswegen, und manchmal verliert sie sich auch zu oft in repetitiver und schrägstrich dann langweilig werdender Gewalt, sodass auch diese Rahmenhandlung für mich eher so, das läuft in einen eher
verhaltenes Finale für mich hinaus. Und deswegen bin ich am Ende so bei 7 Punkten mit leichtem Zug nach unten Richtung 6, ehrlicherweise bei Squid Game. Ich weiß, dass ganz viele die Serie ganz doll feiern, aber dieses Eingehens mir immer wieder geschrieben, es sei besser als, und dann wurden mir so die 10 großen Serien von HBO und Co. quasi genannt, bis hin zu heutigen, die wirklich, die ich zumindest große Klasse finde. Da kann ich absolut nicht mitgehen, dass Squid Game auf diesem Level spielt. Das ist zumindest meine Meinung zu dieser Serie, die ich mir angeschaut habe und wo ich einfach zu oft merkte, okay, ich quäle mich manchmal, das weiterzuschauen im Vergleich dazu, wenn ich bei anderen einfach pure Freude habe und denke, okay, neue Episode raus, will ich sofort sehen, bin ich sofort dabei. Deswegen 7 mit Hang nach unten zu 6 Punkten. Für mich ist das okay bis sehenswert, aber nicht so eine starke Nummer, wie es zumindest gerade überall viral geht, was Squid Game angeht. Bin auf eure Meinung in den Kommentaren gespannt. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß beim Serienschauen.